Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graceless. Im letzten Part haben wir ja Sophies Laras beste Freundin Titel bekommen für Sophie. So rum. Und ja, eine Puppe fehlt aber anscheinend noch, weil da noch Platz ist. Aber deswegen gibt es wahrscheinlich auch nicht den Skid da und die Waffen. Problem ist, warum kriege ich dann trotzdem die Medaille schon? Naja, zwei Vögel hier. Im letzten Mal haben wir auch wieder Meliks charmante Seite gesehen. Zwei Vögel. Yes, of course, sir. Thank you for your words of encouragement. Ah, come on, Pascal. That funny hat guy you were just talking to is the Chancellor of Fendel, yeah? Yes, and he was kind enough to offer a few words to me. Hey, Captain, isn't that big old boomerang thing hard to use? It's worth it to make my foes fear my opening move. You looked happy about that conversation, Captain. It means a lot to a man who once abandoned his country, especially since our personal run-in. So it's like an intimidation tactic. Wouldn't you be intimidated by a foe whose attacks you couldn't anticipate? A personal run-in? What happened? Tell me, I want to hear the story. Where do you even get a weapon like that? It's a trade secret. That's my answer to both of you. He disarmed them both with one swing. Clever indeed, Captain. I'd better note this in my journal. Okay. War das jetzt wirklich nur ein indirekter Hinweis? So, wo war jetzt hier der Aufzug? Ich glaube, links oder rechts unten. Okay, dann muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite. Das ist nicht das Stockwerk, das ich haben will. Es gibt keine andere Seite. What? Ach, hier ist ja auch noch einer. U10, hallo. Den habe ich ja beinahe schon vergessen und auch nicht gesehen. Gut, hier soll irgendwie ein Typ sein, mit dem wir reden können. Und da ist er auch schon. Man kennt ihn immer wieder gut. Ich habe auf euch gewartet. Ha? Ha, ihr seid mehr als ich dachte. Ach ja? Na egal, hier ist die Skizze. Ich zeige euch, wo im Turm ihr die Bombe platzieren müsst. Was, eine Bombe? Wovon redet ihr? Von der Bombe, der großen Bombe, die. Hey, ihr seid keiner von uns. Hey, sei doch nicht so grob zu Pascal. Ich weiß, sie kann ihr drittes Mystikat auf dich raushauen, dann geht's dir auch nicht mehr gut. Keine Bewegung. Geht mir aus dem Weg! Moment mal, ihr seid Malik Caesar! Hauptmann, kennt ihr diesen Fiesling? Nein, aber ich kann mir schon denken, woher er mich kennt. Woher denn? Malik Caesar ist eine Legende. Er ist einer der Mitbegründer unserer Bewegung. Stimmt das? Ja, Kurt und ich haben sie zusammen gegründet. Aber warum durchkreuzt ihr dann unsere Pläne? Erst verrät Kurt uns und jetzt ihr auch noch. Ich erwarte nicht, dass ihr es versteht. Dann geht mir aus dem Weg. Wartet mal, Hauptmann. Was? Versteht doch, Hauptmann Malik, versucht nur Fendel zu helfen. Pascal? Was weiß eine Amassianerin von Fendels Problemen? Vielleicht weiß ich nichts von eurem Problem, aber ich weiß, dass ihr vielen Leuten wehtun werdet, wenn ihr weitermacht. Wir wissen alles über das Valkenis. Darum versuchen wir, die jetzige Regierung zu stürzen. Ja nun, vielleicht könntet ja noch ein bisschen warten. Irgendwie, ja, gut. Ehe ihr was in die Luft sprengt. Ich meine, bitte. Was habt ihr denn vor?
Ihr klingt fast so, als würdet ihr mich gehen lassen. Ich wäre einverstanden. Was meint ihr, Hauptmann? Na schön. Dann macht, dass ihr hier wegkommt. Wollen wir das wirklich? Wenn Pascal das sagt, dann geht das in Ordnung. Oh oh, das ist ganz schön viel Verantwortung. Ja, Pascal, hättest du mal vorher nachdenken müssen. Wir versuchen alle nur, diesem Land so gut wir können zu helfen. Pascal bildet da keine Ausnahme. Ja, ich muss ja auf meine Schwester aufpassen und so. Nicht nur das, wir sitzen schließlich alle im selben Boot. Ha? Beweis für Spionage. Da haben wir auch das, Fendel Patrioten. Pesca hat einen neuen Titel. So, wieder mal diese Spielchen hier. Ach ja, da war was. Darüber, wie wir es schon kennen. Hier runter. Hey, gibt es irgendwie noch was zu holen? Keine Ahnung, inwiefern das nun wichtig ist. Aber da unten ist die Truhe. Aber warum ist das Spielchen hier genauso wie ein anderes auf einer anderen Etage? Ich kann mich genau an so ein Rätsel erinnern. Vielleicht nicht exakt in derselben Position, sondern spiegelverkehrt eventuell, aber warum habe ich die Truhe nie genommen? Weil ich nicht hierher konnte. Okay. Enter the next corridor. Ist das das hier? Ich gehe mal davon aus. Ich soll das betätigen, bevor ich hier durchgehe. Okay. Hier sind viele Kisten. Da kann ich runter. Bringt mir noch nicht viel. Ich gehe mal hier hin. Hoch zur Kiste. Schalte dann das zweite Rädchen. Und da muss ich mal gucken, wie ich das Schöne hier positionieren muss. Wow. Eine riskante Flüssigkeit. Das ist jetzt so... Wow. Nein. Das war doof. Sonst komme ich nicht zurück. Kann hier ja nicht nochmal runtergehen. Ja, gut. Kann ich doch nicht ahnen. So, das heißt, ich muss jetzt noch einmal hoch, um das zu verschieben und dann wieder runterzugehen. Wow. Schon sind wir an derselben Stelle. Wie schön, dass wir nicht in Ego-Perspektive und Espel führen müssen, sondern durch Etagen sehen können. Dann aktivieren wir mal dieses Rädchen hier. Gehen rüber und aktivieren die anderen beiden. Ich hoffe nicht, dass sich jetzt hier irgendwas resettet. So. Okay, Guide lesen. Wo soll man das wissen? Und wie soll man darauf kommen? Das sollte jetzt alles gewesen sein, wenn ich jetzt gut genug überflogen habe. Dann sollten die jetzt hier ausbleiben. Hoffe ich einfach mal.
Was zur Hölle? Okay. So, einfach mal wieder alles machen. So. So, bevor wir runtergehen sollten, sollten wir das hier betätigen. So, da sollten wir hier runtergehen und da hochgehen. So, und als wir da oben dann waren. Truhe nehmen. Und rechts dieses Ventil aktivieren. Dann sollten wir hier rüber gehen. Das hier ausmachen. Wieder hier rüber gehen, runter. So, das ist doch gerade so. Ich habe das wieder ausgemacht. Hä? Back on? Ja, das habe ich gemacht. Und jetzt? So. Dann über die Plattform. Ach so. Ja gut. Dann kann ich ja hier durch. Ich dachte gerade, was? Was mache ich hier eigentlich? Ist doch alles gut. Mensch. Ach, hier können wir schon sogar nicht weiter. Warum ist hier alles überhaupt versperrt? Toxische Nadel. Und Buch des Zuwachses. Dieses Zauberbuch erhöht allmählich die Zahl der Objekte, die in den Elephant Mixer passen. Was? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Lassen wir das Geld mal kurz weg. Zuwachs? Zuwachs? Ne, Zurückhaltung war das. Zuwachs ist. Erhöht allmählich die Zahl der Objekte, die in den Elephant Mixer passen. Darf ich mir das jetzt vorstellen? Wie lange dauert sowas? Also ich stelle mir das gerade so vor, dass man allmählich immer mehr Slots bekommt. Who knows? So, dann wären wir hier nicht so ganz fertig. Oder? Research Laboratory, war das nicht hier auch? Direkt hier drin oder? Verwechsel ich da gerade was? Ich verwechsel da was. Gut, wie lange geht der Bad? 14 Minuten, ja. Nicht unbedingt noch den Kampf da hinten ranhängen. Gehen wir einfach mal zum Fendel-Forschungslabor. Nachdem wir natürlich mal wieder rausgegangen sind, weil wir nicht in den Shuttle-Modus können. Warum? Wer weiß warum. So, die schöne große Tür, die wir so selten gesehen haben. Und jetzt sollen wir den Lift nehmen, der zu Thorias Labor führt.
welcher auch immer das war. Das war sogar der, okay. Nach Süden raus. Und mitreißender Zorn. Asbel, tell me the truth. Am I a burden on the rest of the party? What makes you say that, Sharia? I mean, everyone else is so strong. I can't fight nearly as well. All I can do is provide healing, you know? So... Hey, that's an extremely important skill. Sharia, I need you. Asbel! Just like I need Sophie, Hubert, the captain, and even Pascal. Everyone has different talents and roles, and we're all stronger stop. For it. Stop, just stop. But it always used to cheer me up when the captain gave that speech. Forgive me, Sharia. Huh? What was that? Asbel! Asbel, wie er leibt und lebt. Komisch, wir haben hier keine anderen Arbeiter gesehen. Ah, du hast recht. Ich wette, an einem Ort wie diesen arbeitet jede Menge Nerds. Oder arbeiten jede Menge Nerds. Nerds? Claro, ich hatte mal einen Kumpel, der so drauf war. Er stand total auf eine Sendung namens Dingster Rangers. Und Hubert, ja. Was denn? Hä, habe ich was gesagt? Hey, wir hatten genug Mitglieder, um eine von diesen Ranger-Brigaden zu bilden. Okay, kleiner Bruder, du bist blau. Sollte ich nicht rot sein? Ha? Meinst du, ich finde ja Espel sollte rot sein und Cherry natürlich rosa. Sophie könnte weiß sein, der Hauptmann schwarz. Nach diesem Ausschlussverfahren musst du also blau sein. Ha? Was sich wohl dahinter versteckt? Sollen wir nachsehen? Vielleicht. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Kommt schon, vorwärts, Rangers! Tja. Hier spricht Hubert. Wir gehen's an. Oh, wow. Himmel, dieses Ding sieht echt übel aus. Erst besagen wir doch, wer ihm den Todesstoß versetzt, darf rot sein, ha? Huh? Was zum Teufel redest du da? Ich werde mich nicht zurückhalten. Yo. Und wer hat den Todesstoß gemacht? Ich konnte es nicht sehen. Und wer hat es getötet? Okay, okay. Tut mir leid, dass ich direkt nach einem Kampf davon anfange. Aber ich habe eine Idee. Was ist denn jetzt schon wieder? Findest du nicht, dass ich eine bessere Anführung abgebe als eine von den Farben? Wovon redest du? Das finde ich nicht. Pascal, der Position nach bist du gelb, aber dem Benehmen nachher grün. Oder eher grün. Ich geb's auf. Teichschlunzer. Tja. Was? Was war hier? Gauss-Siegel! Anfrageobjekt. Das hatte ich noch nicht irgendwo gesehen. Brauchen wir sicherlich dann irgendwann. Gut, dann darf man hier, glaube ich, wieder raus. Yep. Gut, Leute, in der im nächsten Part gehen wir dann wieder zur Marcianischen Enklave und zum World's Eye. Da sind zwei kleine Sachen zu holen. Oder zu machen. Jedenfalls vom Text her klein. Ich weiß nicht, ob das, was wir wirklich machen, dann wenig ist. Vielleicht kommt dann endlich der schöne Kampf. So schön war er nun auch wieder nicht. Aber naja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.